Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir lesen heute aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 23, den Vers 4. Da heißt es, sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mal mit den Fingern berühren oder anrühren. Nun, hier kommen wir in ein Kapitel, das man überschreiben kann mit Strafrede oder ist oft überschrieben mit Strafrede gegen die Pharisäer. Und das ist ein Kapitel, wo wir doch recht viel lernen können für unseren persönlichen Glauben an Jesus Christus. Was war das Problem? Nun, das Problem war, dass die Pharisäer eigentlich ja Gott ernsthaft folgen wollten. Sie lebten nach den Geboten, sie studierten die Schriften und in dieser Hinsicht könnte man sagen, ja, war das doch gar nicht schlecht. Was für ein Problem hatte denn Jesus mit ihnen? Nein, hier sehen wir eigentlich einen wirklich entscheidenden Unterschied zwischen Religion und dem, was Gott sich wünscht oder dem, wozu wir berufen sind, nämlich zu einer Beziehung oder wie wir es manchmal nennen, auch einem lebendigen Glauben. Echtes Christsein ist keine Religion. Echtes Christsein ist keine Form oder Lebensweise oder eine Methode. Nein, es ist ein lebendiger Glaube, es ist eine lebendige Beziehung, eine Liebesbeziehung zu einem lebendigen Gott. Und da ist nur ein Weg, so sagt es uns die Bibel. Und dieser Weg ist Jesus Christus. Er ist die Weg, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater denn durch ihn. In seiner Gnade und seiner Liebe, seinem Werk am Kreuz empfangen wir Vergebung. Und da ist der Thron, wohin? Zum Thron der Gnade, sagt die Bibel. Nämlich so haben wir Gemeinschaft mit Gott. In der Vergebung Jesu Christi. Nun, die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten einen ganz anderen Ansatz. Sie sagten, der Weg zu Gott ist der Weg über das Gesetz. Es ist der Weg über das Gebot. Es ist der Weg über die Leistung. Es ist der Weg, Gott ein Stück weit zu beeindrucken, gut dazustehen, über das richtige Verhalten. Eines war dabei nur recht dumm. Das schaffte kein Mensch, noch nicht mal sie selbst. Und genau das wiederum war der Punkt, wo Jesus wirklich, ja, nicht aufgebracht, aber wo er wirklich beunruhigt war an einem Punkt, weil er wusste, sie gaben etwas vor. Sie sagten den Menschen, das ist der Weg, und sie selbst rührten ihn noch nicht mal mit den Fingern an, so sagt er. Sie taten so, zwar als ob sie es schaffen würden, aber er sagt, sie binden schwere und sogar unerträgliche Dinge auf die Menschen drauf. Ihr selbst aber schafft es nicht und noch nicht einmal das. Ihr berührt es noch nicht mehr. Ihr versucht es noch nicht einmal. An diesem Punkt wird der Hochmut von Menschen und vor allen Dingen der Hochmut von Religion sichtbar. Nicht mein Werk, nicht meine Leistung, nicht meine Anstrengung lassen mich gerecht sein vor Gott, lassen mich in einer Beziehung leben zu ihm. Nein, es ist seine Gnade, es ist seine Liebe, es ist seine Vergebung, die machen mich gerecht. Und vor allem, die verändern mich auch. Böses wird immer böse bleiben. Wir können nicht sagen, oh, wir haben einen lieben Gott und dann ist schon gut und wir wollen mal mit der Gesetzlichkeit nichts zu tun haben und das ist eh altmodisch und guck mal, Jesus hat es bei den Pharisäern ja auch nicht gemacht. Nein, was er kritisiert ist, dass sie es vorgeben, das ist der Weg und selbst noch nicht mal versuchen. Nein, Böses bleibt Böses. Was entscheidend ist, ist, dass wir erkennen, ich selbst kann es gar nicht verändern. Ich selbst kann mich gar nicht retten. Ich selbst kann mich nicht, wie es so schön heißt in dieser Geschichte von Münchhausen, ich selbst kann mich nicht an meinem Schopf aus dem Schlamm ziehen. Nein, es braucht den Retter. Es braucht Jesus. Er hilft mir. Er rettet mich. In seiner Vergebung, in dem Werk am Kreuz, ist mir Vergebung geschenkt worden. Und da heraus bin ich frei und vor allem werde ich verändert. Da heraus entsteht diese Beziehung, da heraus entsteht diese Liebesbeziehung, da heraus wird mein Herz verändert, da heraus werde ich beschenkt mit seiner Gnade und Güte und werde ich in den Stand versetzt, nicht mehr so zu bleiben, wie ich bin, sondern lebendig verändert zu werden, geformt zu werden und ja, auch siegreich zu werden über Dinge, die ich nicht tun sollte und nicht tun möchte, sondern siegreich auch über Sünde. Nicht, dass ich es mir dann als Orden anheften könnte. Nein, es ist sein Werk und deswegen auch seine Ehre. So ist es nicht der Druck, den wir auf die Menschen legen, sondern es ist die Einladung zu der einzig wahren Quelle, die befreien und retten kann, nämlich Jesus Christus.
Aber um diese Quelle in Anspruch zu nehmen, bedarf es der Demut und des Anerkennens der eigenen Unzulänglichkeit, des eigenen Scheiterns, des Verstehens, ich schaffe es nicht. Aber Gott sei Dank, er, nämlich Jesus Christus, er hat es vollbracht für mich. Und das Schlimme war, die Schriftgelehrten und Pharisäern, sie haben sogar noch vor Jesus gewarnt. Sie haben gesagt, ja, der ist böse. Doch war er doch der einzige Weg, die einzige Wahrheit, das einzige Leben, was hinführt zu dem Vater. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Und deswegen ist es so entscheidend. Es ist eine lebendige Beziehung. Es ist dieser Start in diesem Erkennen, Jesus Christus, du hast für mich alles gegeben. Und es ist dem Wandel mit ihm, sich verändern zu lassen. Ja, die Gebote, sagt Jesus, die schaffen wir nicht ab. Aber er hat sie erfüllt. Das heißt nicht, ich kann da machen und tun, was ich will, sondern ich darf mich in dieser lebendigen Beziehung von ihm prägen und verändern lassen. Und das darf Spaß machen. Das setzt uns frei. Das bringt uns eigentlich erst wahres Leben, glückliches und erfülltes Leben, nämlich in seiner Hand zu sein, unter seiner Leitung zu sein. Gott liebt uns Menschen und er hat wunderbare Pläne mit jedem Einzelnen von uns. So lasst uns nicht in so ein Leistungsdenken wie die Pharisäer kommen, aber auch nicht in so ein Denken kommen, ja, dann ist ja alles egal, sondern in einer lebendigen und starken Beziehung mit unserem Gott, der lebt und der da ist bei dir und bei mir. Und das dürfen wir jeden Tag genießen und tiefer und enger mit ihm verbunden zu sein, durch den Heiligen Geist, nämlich in dieser Beziehung zu ihm zu wachsen. Gott segne euch und wir sehen uns morgen wieder.